Hallo, wir sind Fran und Katja von DAO Life Balance und heute möchten wir euch begrüßen zur kostenlosen Probestunde für den Starterkurs, der nächste Woche beginnt. Ja, und das ist ein Tai Chi Starterkurs. Ja. Genau, diesmal haben wir Schwerpunkt Tai Chi genommen. Mit Tai Chi lernen wir flexibel zu sein und in Fluss zu kommen, fließende Bewegungen zu machen, koordiniert in Balance zu kommen. So, das ist eigentlich so das Hauptthema von Tai Chi. Genau, aber wir erzählen noch ein bisschen, wo wir herkommen. Ne? Wir sind also richtig daoistisch ausgebildet. Wir haben irgendwie 25 Jahre lang intensiv diese Sachen studiert und haben unseren Lehrer über die Jahrzehnte, kann man sagen, quasi begleitet und haben da sehr viel aufgenommen, haben dann unsere eigene Webseite irgendwann aufgebaut und da haben wir einfach einen echten fettes Interesse daran, das, was wir gelernt haben, was wir selbst in unserem Leben so einbinden können, was uns so, was so bereichernd ist, das wollen wir natürlich gerne auch weitergeben. Und wir sind in China gewesen, wir sind, haben verschiedene Tempelanlagen gesehen, wo man so eigentlich nicht reinkommt und wir sind für diese Ausbildung, die wir da genießen durften, ja, einfach extrem dankbar. Und wenn man von Tai Chi redet, dann betrachten die meisten das irgendwie als Schattenboxen, so langsame Bewegung, das ist es auch. Ne? Aber das ist nur die äußerliche Sache. Und Tai Chi, da sagt man auch häufig zu, die höchste Erkenntnis. Und das ist das, was man, das ist einfach top. Da fließen viele unterschiedliche Energien hinein. Und eine Energie ist die physische Energie. Das heißt, alles das, was wir in Bewegung machen, alles, was so einen körperlichen Ausdruck bekommt, da bezeichnen wir, da sagen wir, okay, das ist eine physische Energie. Aber es gibt noch ganz viel, was in uns quasi diese Bewegung erstmal initialisiert, sodass wir quasi in Fluss kommen. Und da gibt es dann wieder noch andere Energien, außer die physische Energie gibt es dann noch das Emotionale, das Mentale, das Spirituelle und sexuelle Energie. Das, um jetzt mal die Hauptenergien zu erwähnen. Und das alles spielt in Tai Chi rein, höchste Erkenntnis. Also es geht nicht nur darum, den Körper zu bewegen, sondern es geht auch darum, schließlich die Energie in sich zu bewegen und vor allen Dingen dann auch zu kultivieren. Aber es funktioniert halt über den Körper. Das heißt also, wir machen unseren Körper durchlässig viel Energie. Das heißt, von den Füßen über die Beine, den ganzen Rücken hoch bis zum Arm, bis zum Kopf. All diese kleinen Gelenke, all diese kleinen Muskeln, die werden durchlässig gemacht, damit Energie frei fließen kann. Gut, und bevor wir jetzt eigentlich mit dem Training richtig anfangen, es geht ja hier um diese Präsentation, was wir denn ab nächste Woche dann starten. So haben wir das auch mit dem letzten Online-Kurs gemacht, der lief 4 Wochen, da haben auch welche mitgemacht. Da ging es schwerpunktmäßig halt um Dao-Yoga, daoistisches Yoga. Heute halt und in den folgenden Wochen eher Schwerpunkt Tai Chi und Qigong. Gut, und da möchte ich euch mal kurz zeigen, was wir uns alles erarbeiten werden in den nächsten Wochen, was da so die Themen sind. Und da habe ich mir so eine kleine Präsentation frei mal hier gemacht. Und da muss ich mal gerade gucken, so dass ihr mal sehen könnt, in welche Richtung das geht. Jetzt müsstet ihr eigentlich den Bildschirm sehen. Ne? Gut, so. Also, wir sehen den Körper und was ganz wichtig ist innen drin, diese roten Hüte da, die sich hin und her bewegen, das sind die Diaphragmen. Und davon gibt es 4 Stück in unserem Körper. Und interessant ist eigentlich, dass diese sich bewegen noch im Mutterleib. Das heißt also, das ungeborene Kind hat diese Diaphragmen, die bewegen sich schon und die lassen Energie schon auch zu der Zeit, wo das Kind entsteht, durch den Körper strömen. Würden diese Diaphragmen aufhören zu arbeiten, also diese Muskelgruppen, dann ist unser Leben zu Ende. Und ganz wichtig eigentlich tatsächlich dies zu verstehen, weil wir speziell jetzt in den nächsten Wochen an einer Muskelgruppe arbeiten, das ist die Beckenbodenmuskulatur. Da geht's, da kommt aber gleich noch was dazu. Da ist ganz wichtig, dass man diese
bewusst kennenlernt, diese schließt und darüber Energie aktivieren kann. Ja, die anderen Diaphragmen, Stirn- und Halsdiaphragma, da werden wir irgendwann mal in fortgeschrittenen Kursen zu kommen. Jetzt geht es aber erstmal um die zwei Diaphragmen, Zwerchfell und Beckenbodenmuskulatur. Und dabei ist das Zwerchfell natürlich ganz wichtig, weil darüber einfach schließlich unsere Atmung vollzogen wird. Dadurch, dass das Zwerchfell sich nach unten zieht, kann Luft erst überhaupt einströmen und wenn das Zwerchfell nach oben kommt, kann Luft wieder rausfließen. Und daran sieht man, dass diese Bewegung des Zwerchfells Energie oder in dem Fall Luft bewegt. Und diese Beckenbodenmuskulatur, wo wir in den Wochen noch darauf zu sprechen kommen, ist ebenfalls total wichtig, dass wir unsere Energie, das ist eine Muskelgruppe, die es uns ermöglicht, Energie durch den Körper zu pumpen. Gut, diese Muskelgruppe des Beckenbodens liegt ganz unten, das könnt ihr hier in dem Schnitt jetzt mal sehen, das ist der Beckenbereich und da liegt diese Beckenbodenmuskulatur drin und da werden wir gezielte Übungen machen, um diese zu aktivieren. Und ja, was hat das mit Tai Chi zu tun? Ja, es ist eben halt wirklich wichtig, Energie zu bewegen und nicht nur reine physische Übung zu vollziehen. Ja. Gut, wenn wir weiter reinschauen, dann gibt es spezielle Punkte, die wir jetzt uns erarbeiten. Da wäre zum einen der Tantien zu erwähnen. Immer dann, wenn man mit Tai Chi und Qigong-Leuten zu tun hat, wird dieser Punkt erwähnt. Und die Positionierung werden wir davon noch rauskriegen, die ist etwas unterhalb des Bauchnabels. Und das ist so ein ganz magischer Punkt. Einerseits ist es der Punkt, der Energie speichern kann. Und gleichzeitig ist es ein Hauptenergiezentrum, wo Kreativität, wo sexuelle Energie, wo das quasi alles aktiviert wird. Also würde man jetzt nach einem indischen System gehen, so würde man hierzu Sakralchakra nennen. Also diesen Punkt würde man Sakralchakra nennen. Gut, also da werden wir dran arbeiten. Und im Zusammenhang mit der Beckenbodenmuskulatur und den Tantien können wir dann schließlich Energie aus dem Boden aufnehmen, aber auch gleichzeitig abführen. Also alles hängt irgendwie zusammen. Energiefluss, Bewegung, das sind alles ganz wichtige Punkte. Gehen wir die hier nochmal genau durch. So haben wir hier den Bereich des Tantien. Das ist etwas unterhalb des Bauchnabels und man kann schließlich mit einem guten Stand Energie aus der Erde aufnehmen, aber auch gleichzeitig verbrauchte Energie abgeben. Und wenn wir die Positionierung uns davon mal anschauen, von diesem wichtigen Bereich, wo der Tantien liegt, dann gucken wir uns das hier mal an. Ja. Die Wirbelsäule ist in fünf Bereichen aufgeteilt, wenn man das Kreuzbein, Steißbein mit dazu nimmt. Und wenn wir uns diesen Bereich anschauen, wo dieser Tantien, dieser wichtige Punkt liegt, dann schauen wir unten zur Lendenwirbelsäule. Dort gibt es insgesamt fünf Wirbelkörper, die am Kreuzbein anschließen. Und wenn wir das im Schnitt sehen, dann sehen wir, dass etwa unterhalb der Bauchnabellinie, das ist etwa der Wirbel 2, L2, L3. Dort liegt dieser Tantien. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich immer wieder darauf zu sprechen kommen werde. Immer dann, wenn es heißt, bringt eure Energie dahin, dann werden wir lernen, diesen Punkt zu definieren und versuchen, dort unsere Energie hinzuführen. Nun ist es aber so, wenn man das noch nie gemacht hat und noch nie hineingeführt hat, ist das einfach ein bisschen tricky, weil man das nicht so ganz genau definieren kann. Man hat das einfach auch nie so richtig gelernt. Also werden wir lernen, dort hineinzufühlen und werden versuchen, mit unseren Gedanken unsere Energie dahin zu bringen. Und wenn man das oft genug macht, dann wird dieser Punkt immer realer, der wird immer greifbarer, weil man immer feinfühliger wird. Und irgendwann wird es so real, dass man diesen Punkt wirklich ganz genau benennen kann. Und das ist dann keine Fantasy. Es ist wirklich ein Bereich, der sich
fest und real anfühlt. Und dort können wir Energie speichern. Wir können unsere Gedanken, die uns manchmal beschäftigen, dort hinein runterbringen. Und dadurch kann der Kopf zur Ruhe kommen. Man kann das Herz, was manchmal einfach so überhitzt ist mit Emotionen, kann man die Energie runterbringen zum Tantien. Und da kann das alles gespeichert werden. Also es ist eine ganz tolle Erfindung von der Natur. Und gut, darum geht es im Groben. Und das hängt alles mit Tai Chi zusammen. Und bevor wir da jetzt irgendwie noch mehr in die Theorie einsteigen, versuchen wir erstmal unseren Körper durchlässig zu machen. Dafür machen wir ein kleines Warm-up. Wir gehen unseren ganzen Körper durch und werden dann schließlich zu den ersten Tai Chi-Bewegungen heute kommen. Und Qigong. Gut, starten wir mit einem kleinen Warm-up. Da habe ich auch gerade schon voll erzählt hier, ne? Gut, begrüßen wir uns nochmal.